Das ist eine Mannschaft, das unter dem Trainer eine klaren Linie, einen klaren Fußball spielen. Alle hier in dieser Mannschaft weiß genau, was du auf dem Platz. So gilt es, da reinzugehen, die Enttäuschung von heute schnell abschütteln, gut zu regenerieren und dann am Sonntag einen rauszuhauen. Dazu im Herzen von Europa das Eintracht-Magazin, präsentiert von unserem Hauptsponsor Indeed. Vor dem Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Union Berlin am Sonntag um 15.30 Uhr. Für unsere Eintracht war es eine ereignisreiche und intensive Woche. Am Mittwochabend ging es ins Champions League-Rückspiel gegen die SSC Napoli. Leider hat unsere Eintracht mit einer 0:3-Niederlage das Weiterkommen ins Viertelfinale nicht geschafft. Lars Weingärtner ist aber vor Ort in Italien und gibt nochmal eine Einschätzung nach dem Spiel. Eins kann man unserem Cheftrainer Oliver Glasner nicht vorwerfen, und zwar, dass er nicht alles versucht hätte. Er hat die Formation nochmal vor dem Spiel gewechselt, die eingespielte Dreier-Fünfer-Kette auf Viererkette umgestellt. Zuletzt gab es das im September 2022. Gebracht hat es am Ende trotzdem nichts. Die Erfahrung von Napoli hat sich durchgesetzt. Es gab eigentlich nur eine Situation, wo vielleicht das Spiel nochmal hätte kippen können. Die Götze-Situation, als alleine vor Mereva dann nicht so richtig hingegangen ist. Und dann auf der Gegenseite fiel dann kurz vor der Pause das 1:0 von Victor Osimhen, und ich glaube, das war dann wirklich so ein bisschen Genickbruch, dann hat dann die wenigsten nur noch dran geglaubt. Insgesamt muss man sagen, Napoli war eine Stufe zu hoch, das hat unser Cheftrainer Oliver Glasner dann auch auf der Pressekonferenz gesagt und das vollends anerkannt, hat gesagt, das war einfach eine Mannschaft, die war zu gut für uns. Was bleibt, ist die erste Champions League-Kampagne im Achtelfinale beendet. Ich glaube, die wenigsten hätten nach dem ersten Spiel, wenn man sich nochmal zurückerinnert, nach dem 0:3 gegen Sporting Lissabon zu Hause gedacht, oh, wir schaffen es ins Achtelfinale. Und dass wir das noch geschafft haben als Gruppenzweiter, ich glaube, das ist à la Bonheur. Und auch insgesamt muss man sagen, dass das ein gutes Auftreten. Unsere Eintracht war mit schönen Momenten, mit Heimsiegen gegen Marseille oder der Auswärtssieg in Lissabon. Wir blicken nach vorne. Am Sonntag wartet ein ganz, ganz wichtiges Bundesligaspiel gegen Union Berlin. Und unser Kapitän Sebastian Rode, der hat sich auch da einiges vorgenommen, auch wenn er gesperrt fehlt. Ja, es wäre sehr wichtig, gerade vor der Länderspielpause nochmal mit einem guten Gefühl in die Pause reinzugehen, zu punkten, ob es dann einer ist oder bestenfalls drei, ist egal, auf jeden Fall was mitnehmen. Und ja, so gilt es, da reinzugehen, die Enttäuschung von heute schnell abschütteln, gut zu regenerieren und dann am Sonntag einen rauszuhauen. Am Sonntag also das letzte Spiel vor der Länderspielpause, dann ist 2 Wochen erstmal ruhig, die Jungs gehen in ihre Nationalmannschaften und dann wartet das Heimspiel gegen den VfL Bochum am Freitagabend. Aber nochmal zu Sonntag, wichtiges Spiel im Kampf um die internationalen Plätze gegen Union Berlin, da gilt es mindestens einen Punkt mitzunehmen. Danke Lars erstmal für deine Einschätzung zum Champions League-Rückspiel vom Mittwochabend. Erwin Skehler, unser Experte, ist heute wieder da. Erstmal Grüße an dich, Erwin. Hallo. Hallo. Bevor wir auf die Bundesliga zu sprechen kommen, auch ganz kurz nochmal eine Frage zum Champions-League-Spiel am Mittwoch. Es war eine intensive und sehr, sehr spannende Reise, kann man fast sagen, für unsere Eintracht. Wie hast du die Champions-League-Reise wahrgenommen? Absolut. Wir haben ein sensationelles Spiel gemacht, auch nicht nur gestern, sondern gesamten Champions League, wenn ich dann die Bilder beim Sporting, da wir waren live dabei, das Tor von Kolomoani, das wir uns auch geschafft haben in der besten 16 Mannschaften der Welt, das ist einmalig für unsere Eintracht und natürlich auch, wir haben ganz schweren Los gehabt gegen Napoli und Napoli hat auch jetzt gut in Serie A, jetzt ist auch eine Mannschaft, die für mich auch Favorit ist, den Champions League zu gewinnen, und von daher in beiden Spielen, wir haben das Beste gegeben, wir haben auch gestern auch fand ich in der ersten Halbzeit, bis das Tor kam, richtig gut gespielt. Und leider ist es so, aber wie gesagt, wir müssen stolz auf unsere Eintracht sein. Auf jeden Fall. Du als Spieler weißt, wie es ist. Nach so einem Spiel muss man den Kopf jetzt oben halten. Am Sonntag geht es dann zu Union Berlin. Wir blicken vorab aber nochmal auf die Tabelle. Denn Union gerade auf Platz 3 mit 45 Punkten und unsere Eintracht auf Platz 6 mit 40 Punkten. Und das unterstreicht nochmal so ein bisschen die Wichtigkeit des Spiels auch am Wochenende, um den Anschluss nach oben zu halten. Was ist Union Berlin jetzt aber für eine Mannschaft? Was kommt da auf uns zu?
Ja, man sieht auch die Torverhältnis, dass sie auch plus 20 haben. Die haben 29 Tore nur bekommen. Das ist eine Mannschaft, das ist unter dem Trainer eine klare Linie, einen klaren Fußball spielen, die sehr defensiv ist, die sehr kompakt ist und natürlich auch sehr effektiv dann nach vorne. Weil braucht man auch dann jetzt wenig Chancen, was die haben, auch ein Tor zu schießen. Die kriegen sehr wenig Tore, weil dadurch, dass diese Disziplin der Mannschaft ist, die gehen gar nicht von dem Matchplan aus, egal wie, ob der 1-0 für Gegner steht oder 2-0, die bleiben immer in ihren Linie, die bleiben immer in der Linie treu. Zweikampfstark, laufstarke Mannschaft, die versucht schnell auch hinter dem Ball zu kommen, dass sie immer die Räume eng zu machen. Und wenn die den Ball bekommen, dann ist schnell umschalten nach vorne. Zwei Szenen schauen wir uns heute in der Sendung mal an. Die erste Szene wird gleich eingeblendet. Es ist das Spiel von Wolfsburg gegen Union Berlin. Vielleicht kannst du diese Szene kommentieren. Ja, man sieht auch jetzt, dass es sehr, sehr viele Spieler in der Box sind von Union, dass es sehr viele Spieler in dem Ball sind. Aber wenn man auch die Szene nochmal in Ruhe beachtet, so jetzt, wenn wir uns Stopp machen, dann sieht man schon genau, und das ist auch für uns sehr, sehr wichtig, dass wir hier in diesen Räumen, da hinter dem praktisch oder zwischen den Ketten, sagt man, vor der Abwehr, aber hinter den Mittelfeldspielern, dass man immer sehr gut positionieren kann, dass wir in die Bälle dann immer wieder auch mit unseren, sag mal, Alpspielern, die immer in die Alpräume kommen, so man Fußball sagt, die Achterspieler oder den Zehner zu spielen. Und das ist so, komm den Ball mit diesem Pass, dann überspielst du man in den Mittelfeldspielern, dann kommst du auf die Kette zu, dann sind die immer unorganisiert, dann hinten auch. Und dann ganz, ganz wichtig ist, man sieht auch hier Wolfsburg, die haben 1, 2, 3, 5 Spieler in der Box. Und das ist sehr, sehr wichtig, Boxbesetzung, weil dadurch, dass Union sehr viele Spieler hinter dem Ball hat, dann muss man auch eine gute Boxbesetzung haben, dass man auch so ein Tor schießen kann, weil er ein bisschen abgefälscht wird, weil es da viele Beine im Spiel und dann passiert auch sowas dann. Das war jetzt eine kleine Defensivschwäche der Unioner. Wir blicken mal auf unsere Offensive und haben hier das Tor vorbereitet von Sebastian Rode im Spiel gegen Stuttgart. So, das ist so zwei Szenen, was man diese Tor für mich ist richtig gut gemacht ist von uns. Das sind sehr, sehr viele gute Momente, das sind alles im Spiel, was man braucht. Man hat hier eine sehr, sehr gute Gegenpressing, da hat man einen sehr guten tiefen Lauf. Jetzt sieht man schon hier, nach ersten Gegenpressing, Rode gewinnt den Ball, spielt sofort praktisch, wir können auch, ja, hier hin, genau, ist egal, ja. Und dann gewinnt den Ball, den Zweikampf läuft so gut in der Tiefe, sofort Kopf hoch. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 Spieler in der Box besetzt und dann kommt auch noch in der zweiten Szene, wenn man laufen lässt, kommt man genauso, das, was wir uns gegen Union brauchen, genau, jetzt stopp mal kurz, genau, hier 1 wieder Restverteidigung, 2 Rückschießen, das ist ein Dicker. Ja, der mit auf. Dann eher wieder nochmal 3, dann kommt wieder in der Boxbesetzung wieder 4 Leute und dann sind wir schon wieder in den abgefälschten Schuss, kommt wieder an der Rode dran, ja. Dann wieder noch ein bisschen abgefälscht und dann fällt das Tor. Warum fällt das Tor? Das Tor fällt, weil wir genau diese Boxbesetzung haben, weil wir mit 8 Leuten in der Box sind, dass wir uns gute Restverteilung haben, dass wir sofort in Gegenpressing kommen, dass wir uns dann den Gegner erzwingen, Fehler zu machen und dann müssen wir gegen Union genauso, weil die, wie vorhin gesehen haben, die sind auch mit 8 Leuten in der Box, dann müssen wir den beschäftigen und dann passieren immer wieder Fehler, abgefälschter Schuss, ein Elfmeter, alles ein Sonntagsschuss, auch eine zweite Reihe und von daher, das muss dann der Marschroute sein gegen Union Berlin. Ja, du hast es gerade angesprochen, wir haben gesehen, viele stehen in der Box. Das ist auch die Marschroute, die es also dann vielleicht auch gegen Union gilt umzusetzen, ne? Absolut, das ist in jedem Spiel, aber bei Union noch mehr, weil wie gesagt, haben wir schon gesehen, auch wenn man die zwischen den Linien den überspielt, trotzdem kommen die schnell zurück. Und da müssen wir schon einfach mit unseren Leuten, dass sie uns sowieso nach außen, immer mit den schnellen Leuten, dann in der Achterposition, gute Besetzung, vorne mit Kolomoani, der sowieso die Bälle sehr gut festmacht, der sehr, sehr gefährlich ist in der Box. Und natürlich mit unseren Doppel-6, dass einer immer wieder in der Box ist und der andere in der Rückraum, so wie in der Szene in Stuttgart. Und dann macht dann Rode das Tor. Erwin, es wird ein sehr schwieriges Spiel. Wir wissen, Union Berlin ist heimstark zu Hause, spielt brutal, effektiv. Du hast selber dort gespielt. Mich interessiert noch dein Tipp für Sonntag. Ja, du hast alles gesagt. Das ist eine sehr, sehr Mannschaft, die heimstark ist. Ich glaube 17 Mal, ja, ist auch gut erwähnt, dass da auch die Zuschauer sind, auch machen auch sehr, sehr gute Stimmung dort in einem kleinen Stadion. Und mein Tipp ist, zu 0 zu spielen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich sag mal 0-2 für uns.
Das hoffentlich in Fußball Gottes Ohr. Erwin, vielen Dank für deine Expertise heute. Dankeschön. Wir haben die Einschätzung unseres Experten Erwin Skeler für Sonntag gehört. Mit einem weiteren jungen Mann sprechen wir auch noch. Frederik Renault hat von 2018 bis 2021 das Eintracht-Trikot getragen und ist uns jetzt zugeschaltet. Freddy, erstmal hallo an dich. Wie geht's dir? Wie gefällt's dir in Berlin? Geht's mir gut, danke. Und ja, ich fühle mich sehr wohl hier in Berlin, in die Verein und in die Stadt. Ja, natürlich für mich persönlich habe ich eine schöne Zeit auf dem Platz, aber auch ja, meine Familie hier fühlt sich auch sehr wohl. So ja, ich freue mich. Du bist vor 2 Jahren im Sommer nach Berlin gewechselt. Was sind denn deine prägnantesten Erinnerungen jetzt aber an deine Zeit hier in Frankfurt? Ja, aber immer wenn ich über Frankfurt denke, habe ich ein gutes Gefühl, weißt du, das natürlich war nicht war schwer ich am Anfang, weil ich nicht so viel gespielt hätte und ja, das ist immer schwer als Fußballspieler und aber trotzdem hatte ich mich auch sehr wohl gefühlt in die Mannschaft, in den Verein, auch in die Stadt und so. Mein Sohn ist da gewohnt, so ja, ich glaube, ich will immer emotionell oder so Dinge über Frankfurt haben. Mit wem aus dem Team hast du dich am besten verstanden? Ich habe immer mit Sebastian Rode am Anfang mit ihm und Torwarttrainer jetzt Timbo gesprochen. Wir hatten unser kleiner Kartenclub, wo wir Skat gespielt haben. Danach kommt Bas Dost. Und ja, aber generell war eine gute Kabine. Timmy Chandler, ja, war viele gute Leute da. Ja. Hast du denn noch Kontakt zu dem einen oder anderen hier? Ja, manchmal. Natürlich, ich rede immer ein bisschen mit Timbo. Er war ein guter Freund für mich, wenn ich in Frankfurt war. Und natürlich reden wir auch, telefonieren wir ein bisschen manchmal. Seppel schreibt mir auch an, wann wir Nummer 1 waren und so. Aber ja, aber das ist auch so in Fußball, weißt du, wenn du dann bist du weg und dann natürlich die Kontakt ist nicht immer so viel mehr. Jetzt treffen wir am Sonntag aufeinander. Union Berlin ist zurzeit schwer zu bespielen. Was genau macht euch denn so schwer zu bespielen? Ja, ich glaube, wir alle hier in dieser Mannschaft weiß genau, was zu tun auf dem Platz. Sind wir sehr organisiert. Ich will nicht zu viel sagen, aber weißt du, nein, wir haben super gemacht. Natürlich haben wir auch ein Momentum. Wir weiß genau, was zu tun. Defensiv machen wir super und dann natürlich auch offensiv haben wir auch Qualität. Wir wissen aber beide, dass die Eintracht auch ein schwerer Gegner sein kann. Was erwartest du jetzt von dem Aufeinandertreffen am Sonntag? Ja, ein schwieriges Spiel natürlich. Aber ich glaube für beide Seiten. Eintracht hat auch eine gute Saison gespielt. Und wir sind auch, wie sagt man, eng in die Tabelle und so. Ja, es ist eine super Mannschaft. Ich will auch sagen, wenn wir in Frankfurt die erste Spiel gespielt haben, war ganz schwer. Sehr gute Mannschaft, Schnelligkeit nach vorne und auch gut diszipliniert nach hinten. So, ja, es wird eine schönes Spiel und ja, wir freuen uns. Danke dir, Freddy, für deine Zeit und für das Interview. Gerne, ciao. Was steht am Wochenende eigentlich alles an für unsere Eintracht? Wir haben es für euch zusammengefasst und blicken mal gemeinsam auf den Fahrplan fürs Wochenende. Am Samstag geht es für unsere U21 um 17 Uhr ins Topspiel nach Friedberg. Unsere Eintracht Frauen, die empfangen am Sonntag um 13 Uhr daheim die SGS Essen. Und unsere Männer, die werden am Sonntag ebenfalls in Berlin, Köpenick, gastieren.
Was der Trainer der U21, Christian Gliebo, und die Torschützin des Spiels gegen Werder Bremen, Geraldine Reuteler, von den Partien am Wochenende erwarten, verrieten sie uns. Ja, wir werden uns immer wieder auf unsere Stärken besinnen. Ja, das, was die Jungs jetzt die letzten Wochen und Monate auch zeigen, ja, das zeigt immer eine stetige Entwicklung. Und wenn wir es dann auch mit Zahlen untermalen können, umso besser. Jetzt gerade in den letzten 16 Partien haben wir 11-0 gespielt. Und ja, das zeigt auch diesen Zusammenhalt in der Truppe. Und genauso wollen wir es weitermachen, dass wir nach vorne immer ein Tor schießen können. Das wissen wir auch. Von daher haben wir großes Selbstvertrauen, nehmen das mit ins kommende Spiel und freuen uns darauf. Ich glaube, sie haben ja gegen Leipzig schon eine ziemliche Klatsche bekommen und waren ja auch so ein bisschen im Abstiegskampf. Und ich glaube, da sind sie ein bisschen wachgerüttelt worden und ja, haben jetzt gezeigt, dass sie da nicht sein wollen. Und scheint ja ganz gut zu sein für sie, weil ich glaube, am Abstieg wahrscheinlich nicht mehr so. Ja, es ist natürlich immer super schön, zu Hause zu spielen mit all den Fans. Wir haben ja immer sehr viele Zuschauer. Das macht einfach Bock zu kicken. Und ja, wir sind einfach auch gut drauf. Wir haben auch einen guten Lauf und von daher zu Hause macht es natürlich immer mehr Spaß. Wir drücken der Eintracht-Familie für die anstehenden Partien am Wochenende natürlich ganz fest die Daumen. Eine weitere Empfehlung haben wir auch noch für euch. Und zwar war Maurizio Gaudino zu Gast bei uns im Podcast Eintracht vom Main. Es waren 4 Jahre bei der Eintracht. Das hat so viel in mir gemacht und geprägt, sodass die Eintracht einfach... ja, im Herzen ist. Es ist ein wahnsinniger Verein und deswegen bin ich stolz, Teil dieses Vereins zu sein. Mit der Geschichte, egal wie sie war, war sie einfach traumhaft. Es lohnt sich auf alle Fälle mal, in unsere Podcast-Sammlung reinzuhören. Reinhören solltet ihr auch am Sonntag um 15.15 Uhr Eintracht FM mit Marc Hindelang und Eintracht-Fan und Bundestagsabgeordneten Omid Nuripur. Das war's wieder mit Im Herzen von Europa, präsentiert von Indeed. Wir drücken die Daumen für unsere Eintracht-Familie am Wochenende und bis dahin, ciao, ciao. Das war's für heute. Hat Spaß gemacht. Mit Indeed, stolzer Hauptsponsor der Eintracht.